begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um dieses geile Auto. Und zwar ist das ein Mercedes SLS. Wie oft sieht man schon mal ein Mercedes SLS auf der Straße? Der Patrick wird euch gleich mal zeigen, wie man dieses Dachmodul, was wir jetzt gleich hier einbauen werden, verbaut. Ich bereite jetzt das Verdeckmodul einmal vor, weil das hier mit dem hier muss jetzt da rein. Und dann werden wir noch ein paar Details gleich besprechen. Da wird der Daniel noch dazukommen und wird euch ganz genau erklären, was für Vorteile dieses Dachmodul für dieses Fahrzeug hat. Seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag in der Chavez Manufaktur. Worum es heute geht, hat Marc schon ausführlich anmoderiert. Wir rüsten ein Verdeckmodul nach. Man könnte auch sagen, dass diese Rakete von Auto ein ferngesteuertes Cabrio-Verdeck bekommt. Und damit ich auch problemlos am Fahrzeug arbeiten kann, ohne den Nacken zu beschädigen, haben wir jetzt einmal die blaue Folie drauf gemacht, damit ich mich jetzt gleich am Fahrzeug hier auch anlehnen kann. Das System ist Plug-and-Play ausgelegt, der Einbau bei so einem Fahrzeug natürlich trotzdem was für Profis. Wir müssen jetzt hier hinten an die Verkleidung dran, damit wir gleich, wenn ich das eingebaut habe, das Verdeckmodul, das Ganze auch aufmachen können, ohne den Motor anzuhaben und die Bremse zu betätigen. Wichtig bei der Demontage sind eine penible Vorbereitung, Sorgfalt und Ruhe, um das Fahrzeuginnere nicht zu beschädigen. Der eigentliche Ausbau bedarf anschließend gar keinen ganz so großen Aufwand, stattdessen Erfahrung beim vorsichtigen Ansetzen des Plastikkeils. Insgesamt 3 Schrauben sind anschließend noch zu lösen, bevor der Kabelsatz freigelegt ist, der sich für die Steuerung des Cabrio-Verdecks verantwortlich zeichnet. Das Schwierigste an dem ganzen Kabelbaum ist dieser Stecker, weil der ist da ganz hinten in der Ecke. Im Grunde ist es echt nicht viel, was ich hier einbauen muss. Es sind nur 3 Stecker dazwischen stecken. Aber dadurch, was das Auto so richtig schön eng gebaut ist, ist es doch ein bisschen tricky, die Sachen da reinzukriegen. Aber auch das bekomme ich hin. Schauen wir uns das Verdeckmodul, seine Eigenschaften und den technischen Aufbau noch einmal genauer an. Also hier haben wir das Herzstück, das ist nämlich das Steuergerät. Das ist die komplette Elektronikeinheit, die dafür sorgt, dass das Verdeck vernünftig bedient werden kann. Wir haben hier einen kleinen Mini-USB-Anschluss. Über den Mini-USB-Anschluss können wir das Ganze mit dem Rechner connecten und die kompletten Settings, wie wir es haben wollen, auf dem Rechner ganz bequem einstellen. Wenn das Modul im Fahrzeug verbaut ist, können wir hier eine kleine Verlängerung draufsetzen. Die ist nämlich auch direkt im Lieferumfang dabei, womit wir das Ganze dann rausführen können und jederzeit uns nochmal zusätzlich verbinden können, zum Updaten auf den neuesten Stand bringen. Zwischendurch kommen natürlich auch weitere neue Funktionen dazu, weil wir so ein Verdeckmodul auch kontinuierlich weiterentwickeln. Also das Ganze ist immer fahrzeugspezifisch abhängig. Also die Module kann man sich vorstellen, das Herzstück ist im Prinzip identisch, nur die Software hier drauf ist dann fahrzeugspezifisch und natürlich der Leitungssatz ist dann, je nachdem welches Modell man hat, ob man SLK hat oder ein SL, gibt es dann natürlich unterschiedliche Kabelabgriffe, weil die Steuergeräte im Fahrzeug natürlich auch unterschiedliche Stecker haben. Grundsätzlich haben wir für so ziemlich jedes Mercedes Cabrio ein Verdeckmodul im Angebot. Weitere Details und die Preise findet ihr online unter www.chavez.de. Solltet ihr kein passendes Modul für euer Fahrzeug finden, ruft uns an oder schreibt eine E-Mail. In der Regel können wir fast alles möglich machen. Also ich habe auf jeden Fall die richtige Reihenfolge ausgesucht, weil den einfachsten Stecker von den ganzen dreien ist der letzte, den ich jetzt gerade mache. Und dann haben wir im Prinzip somit das Verdeckmodul erfolgreich verkabelt, müssen dann jetzt nur noch das Verdeckmodul anschließen gleich. Und dann können wir einen Probelauf machen, den wir auch machen werden, ohne dass der Wagen zusammengebaut ist. So, und jetzt machen wir den Probelauf, indem ich jetzt 3-mal auf zudrücke. Auch das muss im gewissen Abstand passieren, damit das Modul weiß, was es machen soll. Ich habe fertig. Ja. Was für eine Sauerei haben wir denn hier? Das Auto ein bisschen gespritzt.
nur ein richtiges Auto. Das kann noch ordentlich Gas geben, Krach machen. Sag mal, ist der Active Sound mit drin? Nein, ne? Nein, das ist ein gewaltiges Auto, ehrlich. Hat knapp 591 PS, aber geht wie 100. Das Fahrzeug ist umgebaut. Das Dachmodul hat der Patrick erfolgreich eingebaut. Genau, also Projekt Verdeckmodul ist abgeschlossen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, was müssen wir machen? Ja, die Glocke aktivieren, den Kanal abonnieren. Und ja, wenn ihr Bock habt und wissen wollt, was wir so unter der Woche treiben, findet ihr uns auf Instagram. Wir sehen uns. Hey Leute, wenn ihr jetzt Interesse an einem unserer Produkte habt, dann geht auf www.chavet.de, klickt euch vor zum Shop, sucht euer Modell raus und die richtige Baureihe und schon seht ihr, was bei eurem Fahrzeug möglich ist und was das jeweilige Produkt kostet. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, meldet euch am besten telefonisch bei unserem Service. Für eine konkrete Beratung bitte immer die Fahrgestellnummer bereithalten. Macht's gut und bis bald!